diesen Flansch ungefähr hierhin bringen. So, das werden wir nochmal schön bearbeiten. Guck mal hier, ich hab's noch einen Blümchen. Nee, hab ich nicht. Noch probieren. So ist doch schön. Hoschgelde des Kraftzifus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um meinen Kompakt, der einen Kompressor hat. Und jetzt kriegt er einen Big Brother Turbolader. Den werden wir hier verbauen. Das Ganze wird so aussehen. Nicht ganz, ungefähr wird es so aussehen. Unser T3-Flansch passt nicht ganz. Der müsste eigentlich ungefähr hier so quer sitzen. Ich habe mir einen Billig-Turbolader gekauft, der kostet 120 Euro. Kann ja sein, dass wir das auch öfters brauchen. So sieht das Ganze aus. Ist eigentlich das Gleiche. Das ist auch ein GT30. Der ist übrigens aus meinem 400 PS Lupo. Der wurde ersetzt von einem GTX Lader. Hier hätten wir auch einen GTX Lader nehmen können. Weil wir ja nicht am Anfang wissen, wie viele wir zerschießen werden, haben wir gesagt, wir nehmen erstmal einen billigen Turbolader. 120 Euro. Ich könnte jetzt auch nicht viel erwarten, ganz ehrlich. Ne? Er dreht sich auf jeden Fall. Ich mache mir die ganze Zeit sehr viele Gedanken, wie können wir was machen. Das ist wieder so ein Projekt. Ich war schon so oft in der Werkstatt, habe mir das nochmal angeschaut. Wie können wir das machen? Was können wir machen? Das wird so interessant, das Ganze. Ob das Ganze harmonieren wird oder nicht. Ach, so geil. Genau das habe ich so vermisst. Ich will ihn ungefähr so haben. So, dass wir auch hinten rum schön Platz haben. Wir werden heute auf jeden Fall den Krümmer ausbauen, hier abschneiden und versuchen, das Ganze hier rüber zu bekommen. Und dann gucken, ob das Ganze passt, so dass wir den Turbo erstmal so drauf haben. Bandsäge, kannst du in eine Tonne kloppen, bringt gar nichts. Ich habe das Oberteil jetzt abgeschnitten, so sieht das Ganze aus. Jetzt müssen wir diesen Flansch ungefähr hierhin bringen. So, dass das Ding hier später drauf passt. Ja, muss noch ein bisschen bearbeitet werden. Klar. Oh, doch nicht. Passt. Passt. Aha, aha, aha. Ja, ich schneide mal ein paar Rohre und dann schauen wir mal gleich weiter. Leute, ich war gerade ganze Zeit in meinem Flow drin. Ich glaube, ich habe gar nichts aufgenommen. Jetzt haben wir das Ganze so gemacht. Es sieht nicht gut aus, ne? Ist klar. Hier müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, das Ganze innen. Ich habe das ganze Zeit eingebaut, ausgebaut, eingebaut, ausgebaut. Und irgendwann habe ich die Kamera vergessen. Sorry. So, Alter, ich guck jetzt. Hast du jetzt alles? Weiß ich nicht, werden wir sehen. Mache ich jetzt auch zum ersten Mal jetzt rein. Oh oh. Oh oh. Dir das an von hier guckt. Turbo und Kompressor. Okay. Beides. Der passt. Also der passt echt sehr gut sogar. Wow. Hier, super, hier haben wir Platz. Hier haben wir Platz für unsere Dompipe später. Wichtigste ist, geht die Motor out. Weil du siehst ja. Stimmt. Der ragt ja ein bisschen raus. Ach, das wird passen. Aber ja, sowas. Passt, ne? Klar. Wir haben noch so viel Platz. Optimal. Guck dir das an. Das Ding ist ja schon höher hier. Jetzt müssen wir nur noch die verdichtete Seite, da wo er rausbläst, müssen wir noch bearbeiten später. Ich muss das noch ein bisschen schleifen wegen dem ganzen Pickel und so. Ja, aber du hast ja jetzt erstmal nur so zum Probieren, oder? Natürlich. Also. Ich wollte auch nur ein bisschen, ich habe nur angeheftet, aber komm, schweiß das bisschen und dann bam. War das Ding schon drin? Stehen sich gegenüber, ha? Kompressor und Turbo. Hier geht ja auch noch mal ein Stückchen nach oben, aber passt auch hier später mit dem Domepipes dann. Ne? Meinst hier, du, das passt mal. Dann auch alles, oder? Ja, klar. Platzmäßig? Ja, klar. Wir gehen ja so einen Bogen und dann schön da hinten hin, da rein. Passt perfekt. Hier haben wir noch ganz leicht. Der darf nirgendwo berühren, oder? Nee, ist ja nicht schlimm. Wenn wir später da ein bisschen
Ganz wenig. Also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Also das ist jetzt keine Werbung für die, ne? Aber was ich echt gut finde, wir haben schon so eine V-Bankstelle mit Ring schon. Oh, deine Lieblingsstelle. Und dann haben wir das so. Und dann können wir schon unsere Dompipe sofort fertig machen. Das finde ich cool. Also ich habe es zwar auch da, aber man muss es nicht extra kaufen. Ey, für 120 Euro erwartest du nicht. Also so eine Schelle kostet, ey, mit so einem Adapter kostet 20 Euro. Haben oder nicht haben? So wird das aussehen. Ungewohnt. Man kennt das halt nicht. Ne? Mit der Verrohrung wird das bestimmt noch wilder. Das ist total. Ich denke, nach der Verbindung wird das heftiger aussehen. Wir wollten ja genau Höhe Kompressor sein. Ja, ich habe es nicht ganz geschafft, dass er gerade ist. Das habe ich nicht geschafft, weil es ging auch nicht. Weil dann musste ich wieder weiter nach vorne und dann weiß ich später nicht, wie wir mit dem Rohr machen, weißt du? Weil das wäre halt blöd, wenn wir überhaupt keinen Platz hier hätten. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir werden jetzt hier ein bisschen schräg ansetzen, ist aber auch nicht schlimm. Hier ist wichtig, kommen wir nicht dran. Hier haben wir dann schön, später können wir das abisolieren, dass wir hier nicht zu viel Wärme abgeben. Ne? Schweißen muss ich noch lernen, kann ich immer noch nicht. Ach so, ich war das ja gar nicht, das war der anonyme Schweißer. Ja, ne? Du warst das doch gar nicht. Ja, alles was mit 1-Zellen-Technologie hat, immer anonymer Schweißer. So, bei dem Kompressor haben die auch gesagt, 240 PS, mehr geht nicht. Ja, mehr. Dann habe ich gesagt, das werde ich machen. Ladeluftkühler haben gesagt, Ladeluftkühler wird das niemals packen. Ladeluftkühler eingebaut, hat funktioniert. Ich habe gesagt, ich gehe auf 80er Riemenscheibe. Wird niemals klappen, haben die gesagt, habe ich gemacht. Wir haben aktuell 314 PS. Ja. Wir fahren 1,7, 1,4 Bar, weiß ich gar nicht. Ne? Jetzt stell mal vor, hier haben wir ja, also den können wir bis zu 1,5 Bar hochjagen. Werden wir aber, glaube ich, nicht. Wir gucken, dass wir so, ich sag mal, so ein Bar sind. Mhm. Also jetzt stell mal vor, wir haben ein Bar zusätzlich Ladedruck drauf. Also ich habe Angst, dass da irgendwie alles in die Luft gejagt wird. Wird der Motor das mitmachen? Es ist nicht schlimm. Ein Motor haben wir separat da. Es ist alles kein Problem. Aber könnte der Kompressor kaputt gehen? Nein, der Kompressor kann gar nicht kaputt gehen. Okay. Es sei denn, hier ein Kolben fliegt so raus. Ui, direkt dann haben wir ein Problem. Wir werden jetzt einfach nur ausprobieren. Ne? Das ist ja das Geile. Nur, ich habe ja den Leuten nur gesagt, wie ich das vorhabe. Vielleicht habe ich das ja nur so gesagt, falls einer mich vorher nachmachen wollte. Ah. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich ja was anderes vor. Weißt du, was geil ist? Wenn wir die Dompipe drauf haben, Aldosch, wenn wir Vor- und Rücklauf vom Turbo haben, dann können wir den starten. Oh. Kompressor läuft und der Turbo dreht einfach schon mal. Ja. Das können wir ja schon mal machen. Wir haben hier einen Kompakt, der 325, einmal Turboloader zum linken und zum rechten, einmal unser Kompressor. Hallo. Wie viel PS? Keine Ahnung. Er steht einfach nur da, weil das so geil aussieht. Mit dem Turbolader einmal hier ändern, dass wir den schon mal hier haben. Den werde ich ja später ausbauen, damit wir diese Rohre schon mal machen können. Wir müssen ja hier so einen Bogen machen. Aber eine Frage, kann ich den Bogen nicht... Boah, könnte ich, ey. Ich könnte den Bogen auch von oben machen, ne? Meinst du? Ja. Der wird direkt so gehen können. Ich glaube, da musst du sowieso... Aber sieht nicht schön aus. Noch probieren. So ist doch schöner. Ich glaube auch, dass es untenrum schöner ist. Gut. Oben wird das hässlich aussehen. Tor ist schon mal drin, wir haben die Hälfte schon mal geschafft. Eidosch. Einmal, schon? Ja, der sitzt, den habe ich jetzt verstellt. Ich mache gerade Ölzufuhr. Aber man kann die Position davon ändern, das darf man, ne? Was? Vom Wastegate. Ja klar, ich habe es ja geändert jetzt. Hier, du siehst ja, der ist ja gerade auf, den kannst du ja später nochmal einstellen. Ölzufuhr, den habe ich jetzt einmal eingestellt, dass er so von oben kommt. Mhm. Auch ganz wichtig. Winkel haben wir eingestellt. Hier wird nur so ein Bogen reinkommen und dann nach vorne. Ja? Mhm. Das schweißt man halt mit Wick. Der ging auch sehr schwer gerade rein. Darf das gar nicht so schwer sein? Ha? Darf das nicht so schwer sein? Nee, also das ist aber so. Aber das sieht so, innen drin sieht es so feinmäßig aus und hier nicht. Ja? Der müsste ich hier so ohne Probleme rein. Also darf nicht zu fest sein oder so. Ha? Müsste das leichter reingehen? Ja, dann müsste leichter reingehen. Aber es ist ja 120 Euro Turbo. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass sie jetzt super präzise Arbeit leisten. Das Ding geht sehr schwer rein, ist aber auch nicht schlimm.
Weil wenn wir hier verkacken sollten, haben wir noch diesen kompletten Anschluss. Dann können wir den auch noch. Sitzt jetzt? Der sitzt perfekt. Natürlich muss man später aufpassen, dass er da kein Öl verliert, weil das Ding wird sehr heiß. Und dann, wenn er da Öl verliert, dann brennt das Auto. So, ach guck mal. Ich hatte den sogar so gehabt. Sehe ich gerade. Oh, hätte ich auch so nehmen können. Nicht schlecht. So, die Leitung hätten wir nehmen können. Und dann hier, von hier, dann siehst du nicht, hier die Leitung, da müssen wir den abzapfen. Da werden wir den abzapfen. Aber dafür muss natürlich alles raus hier. Alles abbauen? Alles abbauen, ja. Okay, ich habe hier so eine Leitung hier. Aha. Und dann wird er hier durch. Nein, den können wir sogar hier noch in so einen Boden reinmachen. Bitte ungefähr hier irgendwo bitte nochmal Öl rausholen. Da werden wir nochmal. So wird das aussehen. Was denn ist? Wird das nicht stören jetzt, wenn der so oben rum steht? Ja, doch, der wird stören. Der wird stören, leider. Kann man da denn was ändern? Ja, wir müssen so einen Winkel haben. Ja, der wird stören. Also brauchst du dann einen Schlauch, der einen Bogen hat auch, ne? Ja. Oder wir machen den halt ein bisschen. Darf man das denn drehen? Das ja. Wäre nicht schlecht, wenn das gehen würde, ne? Dann bisschen können wir den drehen. Ach so, ich habe einen Turbolader gekauft ohne Wasseranschluss. Genau. Okay. Stimmt. Ja, das können wir noch gucken. Ansonsten hole ich mir so einen Winkel. Weil bei dem nächsten Video werden wir sowieso Ölleitung machen. Aber ich finde für Rohre zahlt man auch einiges, ne, an Geld. Guck mal hier, ich habe so einen Winkel. Ne, habe ich nicht. Guck mal, hier habe ich auch sowas. Ne. Aber der nicht ging hier nicht. Ne, der nicht. Wenn schon, brauche ich so einen Anschluss. Ah, ich habe 1000 Sachen, der habe ich sogar da. Da. Mhm. Der muss jetzt ein paar Millimeter nach hinten. Ja, das ist ja kein Problem. Bisschen mit Gefühl. Dann ist das da auch. Bearbeiten. Ja. So, das werden wir nochmal schön bearbeiten. Gucken, dass ich da irgendwo. Ach, das ist der eine Krümer, den du hattest. Ja, den habe ich. Erkenne ich den. Ach, hast du das jetzt erst gesehen? Ja, Mann, ich habe hier nur auf das hier geachtet. Aber jetzt, wo ich so reingucke, klar, das ist der eine da. Ja. Da ist jetzt was dran geschweißt. Genau. Geil. Den müssen wir erstmal bearbeiten. Hier nochmal oben bearbeiten, den Krümmer unten bearbeiten. Also, du machst das komplett wieder raus, oder? Ja, klar, den musst du raus. Okay. Den musst du nochmal bearbeiten und dann werden wir den nochmal abisolieren. Ne? Mhm. Mit Hitzeband oder besser wäre natürlich so eine Isolierung. Muss man das? So eine Thermoisolierung wäre geil. Warum muss man das machen? Ja, weil er sehr viel Hitze ist, Alter. Also den Krümmer tut man dann mit so einem Ding ins Dann. Ja, ja, das müssen wir abisolieren. Und was könnte die Hitze abbekommen von dem Krümmer? Der ist ja die Abgase sind hier ganze Zeit. Ja, ja, ich meine, aber meinst du, der Turbo bekommt dann die Hitze? Der Turbo kriegt ja auch Hitze, genau. Die Abgase kommen ja in den Turbolader rein. Ja, ja, aber was ich wissen wollte, ist halt Dings. Wenn du den jetzt umrahmst mit so irgendeinem Hitzeschutzzeug, was versuchst du zu schützen? Plastik, hier. Okay, das sollte ich wissen. Ja, also es sind ja sehr viele Sachen. Kabeln und so, okay, ja, ja. Okay. Hier werden wir ja auch noch ich dachte, alles. Vielleicht der Turbo kriegt dann einen weg oder so. Nein, nächster Step wird einfach sein, Motor wieder ab. Vor- und Rücklauf. Die Dompipe machen wir ja, wenn Getriebe und so alles wieder drin sitzt. Ja. Damit wir die Wege auch haben. Ne? Ja, klar. Ne? Da müssen wir noch Flexrohr reinmachen, Dompipe rein und. Also die Dompipe wird uns auch ein bisschen beschäftigen. Natürlich. Ja, ne, ein bisschen winklig müssen wir das schon machen. Weil wenn wir ja Stück für Stück machen. Ich bin so happy. Geil. Ne? Dankeschön. Bitte. Dankeschön, Ivo. Danke. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Kraft ist das. Bis dahin. Ciao. Boom. Geil.